So, und damit herzlich willkommen zurück bei Mittelerde Mordorschatten. Das sage ich jetzt ungefähr schon heute zum vierten Mal, da das Spiel mich heute irgendwie nicht mag. So, gut, schauen wir mal, was wir zu tun haben. Nachdem ich das Spiel jetzt nochmal neu spielen musste, nochmal 2 Stunden. Da habe ich das jetzt etwas so weit gespielt, dass ich jetzt gucken muss, welche Hauptdinge wir hier noch haben. Okay, den haben wir. Ja, den mache ich jetzt noch nicht, weil der hat noch einen Leibwächter. Und das ist zwar der hier. Das ist jetzt mal mein neues Ziel. Dann schauen wir mal, ob wir ein Würmchen finden, das wir ausrauben können. Oder was wir sagen, die Informationen entlocken können, damit wir rausfinden, was das für ein Häuptling ist. Und dann müssen wir jetzt erstmal ein bisschen über die Map laufen. Aber können wir auch gleichzeitig wahrscheinlich noch hier mal schauen. Schwarze Straße sind wir gerade. Und hier soll noch irgendwo... Ich glaube, das sieht man so, ne? So, wäre nett, wenn du jetzt... ja, danke. Sammeln wir mal auf hier. Nanichir, Gelaia Mordor. Aha, ja, okay. Nanichir, Gelaia Mordor. Wer ist das denn? Achso, da können wir nochmal gucken, wer das ist. Ist das? Mog. Mog, die Zunge. A, B, Zunge. Den wollte ich jetzt gerade nicht haben. Das ist einfach jetzt nur einer, den wir einfach so gefunden haben. Ach, da ist Mog, die Zunge. Gut. Ich bräuchte, oder holen wir uns den jetzt, damit wir gucken können. Ich weiß ja nicht, ob der jetzt zu schwer ist und ob der irgendwie große Begleitung hat von Orks. Dann nehmen wir einfach mal den. Ich hoffe, ich kriege das noch hin, dass wir den dann... Die Sklaven müssen strengstens überwacht werden. Dann halt den Mund und überwach sie endlich. Dass wir den dann befragen können. Da müssen wir den ja so halb runterhauen. Da muss ich gucken, wie greift man eigentlich noch mal. Option, da muss ich immer Controllerbelegung schleichen, greifen, okay. Alles klar, weiß ich das auch jetzt. Wartet mal, was ja gleich heiß direkt aus dem Schmiedefeuer in meinen Händen liegen wird. Kannst du kaum erwarten. Menschendreck! Menschendreck, genau. Siehst du dieses Horn, Made? Mehr brauche ich nicht, um Mordors Macht auf dein armseliges Selbst loszulassen. Ja. Das ist sehr nett auf jeden Fall. Ist immer sehr freundlich hier bei Orks zu sein oder bei, sagen wir mal, bei allen möglichen Orks. Wir wollen uns gegenseitig töten. Einer von uns wird. Ja. Natürlich kommt er jetzt auch noch dazu. Der, sein, der brennende tötet. Helm. Ist so nenn ich ihn mal. So, Sven. Sven nett. Es fängt auch schon wieder super an. Ich werde mal gehen. Weil auf den Scheiß habe ich jetzt gar keine Lust gerade. Da fehlt mir irgendwie Elan zu. So. Da hinten ist ein Würmchen, das holen wir uns jetzt so, dann scheißen wir mal auf das da, was wir gerade gemacht haben. Das kotzt mich gerade so ein bisschen an. Ich hoffe nur, das Lager am Schlund schließt sich nicht mit uns zusammen. Bei so viel Konkurrenz könnte ich die Aufzehrung ist immer noch nicht da. Ja, natürlich Informationen da. So, dann... Knochen lecker ist das. Alles klar. Okay, haben wir denn jetzt? Wissen wir auch, wo er ist. So, jetzt müssen wir noch 2 Häuptlinge töten. Und dann geht's, glaube ich, kann man noch weitermachen, die Story Quest. Ich mache jetzt zwar nicht so viele Nebenmissionen, weil mich interessiert hier eher gerade im Moment auch eher so die Hauptquest. Aber das kann man ja alles nach und nach mal ein bisschen noch dazu packen. Okay, der ist jetzt hier irgendwo drin, ja?
Da ist so ein Schild. Nicht zu glauben, das hat den ganzen Tag lang in dieser grauenvollen Hitze stehen lassen. Gräulich? Das Einzige, was hier gräulich ist, ist dein verfluchtes Gejammer. Jetzt macht euch wieder an die Arbeit. Wenn der Anführer Hetzer-Stück umsetzen, da hat's geguckt. Boah. So, wir gehen mal in die weiße Welt. Ja, wir gehen in die weiße Welt und das ist er, oder nicht? Ja. Durch. Okay, gucken wir mal. Anfällig für Kampftodesstöße, anfällig für Schleichtodesstöße, unbeholfen, anfällig gegenüber berittenen Bestien. Hast Verletzungen seines Herrn, hast Schmerzen, hast Gule, vergiftete Waffe, Kampfgestählt und Regeneration. Gut. Da haben wir ihn. Wie können wir den jetzt also wegziehen, oder? Der hat da auch so viele Typen stehen. Ja. Ich wollte gerade schon sagen, vom Typ schafft das. Sag ich mal, Ezio des Mittelerdes. Aha. Schauen wir mal, ob das so klappt, wie ich das jetzt hier gerade plane. Du kannst auch ruhig da rüber. Wenn ich den Haufen Bäume sehe, sehe ich nur Fässer voll mit Grog, die noch gebaut werden wollen. Stellt also immer sicher, dass eure Äxte scharf und bereit zum Hacken sind. Ja, Todesstoß möchte ich eigentlich gar nicht machen. Ich möchte dir anlocken. Deswegen verstecke ich mich jetzt hier im Gebüsch. Komm. Weil so könnten wir den jetzt nämlich nehmen. Weil er ist ja grün. Ich schlitz dich auf und häng deine stinkenden Eingeweide am schwarzen Tor auf. Ja. Komm her. Oh, das war, ihr Huren! Ja, jetzt hast du auch noch Schmerz, das ist ja natürlich. Das ist ja so klar. Ey. Und jetzt sind wir auch noch gleich tot. Ich hasse dieses Spiel langsam. Ich glaube, das spiele ich nicht mehr länger. Ah! X, ja. Oh, wir haben fast die Mitte getroffen. Ja. Gut. Dann sammeln wir mal auf. Was haben wir denn hier gekriegt? Stärke durch Mut. Gut, dann können wir ja jetzt ganz geplant auch gleich den Häuptling machen. Hier haben wir irgendwas Neues, ja, aber freischalten möchte ich das nicht. Verbesserung. Was haben wir denn? Einfältigkeitspunkt haben wir. Den würde ich aber eher gerne hierfür behalten. Da brauchen wir für... Okay, dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Macht. Ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt machen sollen. Ich habe ein bisschen Angst vor, dass wir das... Boah, wie viel hat der denn? Gut, da haben wir noch viel zu tun. Beim Brecher. Aber probieren wir jetzt erstmal... Oh, zaghaften. Ich hoffe, der hat dann nicht auch wieder so ein Horn... Dann sprinten wir einfach mal hier durch. Wir müssen uns das ja nicht die ganze Zeit mit den Orks hier rumprügeln. Aber das kostet ja eigentlich auch nur Zeit. Deswegen... Was war dieses furchtbare Geschrei, das ich gehört habe? Weiß ich nicht. Was war das? Ich bin ein laufender Ork. Gut, der ist hier. Da hinten ist er, ne? Da hinten ist er. Ja. Ach, das... Oh, juckt im Moment. Auch noch. Da liegt ja eben. Habe ich das übersehen? Keine Ahnung. Nehmen wir das mal mit. Svanische Verdammung. Tag. Nein, der Tag ist nicht da. Ich bin unbesiegbar. Nicht. Aua. Genau. So.
Ja, sein Kopf einfach abgehackt. Unglaublich. Na du. So, und jetzt holen wir uns den Häuptling. Den alten Sack. Den Zaghaft. Da ist er. Hat er eine nette Rüstung? Wird bestimmt noch nicht so einfach. So wie ich das Spiel kenne. Wenn er irgendwie dann 5 Millionen Orks zur Verstärkung holt. Aber wir räumen jetzt erstmal so ein paar aus dem Weg. Ach, da kommt er auch gleich. Und da sind seine Freunde. So. Den wollte ich schon mal weg haben, weil die Schwerträger sind ätzend. Okay, die sind noch ätzend, ne? Das ist ja gut. Aua. Hol die anderen. Ja, wenn er die andere holt, hau ich von hier ab. Arsch. Lauf. Deswegen laufen wir jetzt aber hier ein Stück hoch. Und... guck mal, Verstärkung. Wir sind da gar nicht mehr da. So, warte, jetzt müsst ihr uns hier noch weiter befolgen, weil... die Verstärkung, sonst müsst ihr die Verstärkung nehmen. So. Der ist weg. Er kriegt ja auch noch ein paar ab. Okay. Immun gegen Fernkampf. Das ist gut. So. Jo, der hittet uns einmal. Und dann ist schon unser halbes Leben weg.